Triff Frida Kahlo, die berühmteste Malerin aus Mexiko und Erfinderin des Selfies. Als Frida lebt, gibt es allerdings noch keine Smartphones. Sie malt ihre Selfies. Frida wächst in Mexico City auf, in einem wunderschönen blauen Haus. Ihr Vater ist Fotograf und bringt ihr schon als Kind viel über Kunst bei. Mit 18 Jahren hat sie einen schweren Unfall und muss sehr viel Zeit im Bett verbringen. Da beginnt sie, sich selbst zu malen. Frida wird besonders gut darin, eine richtige Selfie-Queen. Die Ärzte glauben nicht, dass Frida wieder laufen wird. Frida sieht das anders und zeigt der ganzen Welt, wie stark und unabhängig sie ist. Vor allem ihr wichtigstes Markenzeichen, ihre buschigen Augenbrauen, hebt sie gerne extra hervor. Sie macht sich zu einem Gesamtkunstwerk. Viele Menschen in dieser Zeit finden Frida sehr provokant. Doch, wie immer, gibt sie nichts auf die Meinung von anderen. Sie malt weiter. Sich, ihre Tiere, ihr mexikanisches Leben, ihre Realität. Auch ihre vielen Schmerzen, körperliche und seelische. Frida Kahlo ist bis heute eine Ikone für Frauen, die Erfinderin des Selfies und berühmteste Malerin Mexikos.